Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade erst aufgewacht, wir haben jetzt gerade kurz nach 9. Mein Handy ist ausgegangen. Ich habe es eigentlich gestern Abend noch geladen, aber anscheinend ist es trotzdem ausgegangen. Und deswegen habe ich keine Wecke gehört und ich bin trotzdem froh, dass ich aufgewacht bin. Genau, denn wie ihr im Titel wahrscheinlich schon lesen könnt, geht es das Wochenende jetzt nach Dortmund, denn die Jungs spielen wieder am Wochenende Bundesliga gegen Wolfsburg. Da feiert ja Felix Metscher sein Debüt gegen seinen alten Verein und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr froh, dass ich Tickets dafür bekommen habe. Genau. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Also ein T-Shirt für die Fahrt noch raussuchen, ein Pullover, beziehungsweise ich wollte meine Karim Adeyemi Jacke mitnehmen. Und Socken brauche ich noch. Und dann ist der Koffer eigentlich soweit gepackt. Zahnputzzeug und so, das muss halt noch rein, ist ja klar. Aber ja, ich würde sagen, ich fütter jetzt erstmal meine Katzen. Und dann melde ich mich nachher wieder bei euch. Max möchte auch noch Hallo sagen. Ja? Kleiner Max will Hallo sagen. Man sieht dich aber nicht. Da unten liegt der andere Kater. So Leute, wir sind jetzt in Dortmund angekommen und wir befinden uns jetzt gerade im Hotel. Ich gebe euch mal eine kleine Roomtour. Also hier ist erstmal die Tür. Hier kommt man dann her zum Badezimmer. Hat hier auch einen sehr schönen Spiegel auf jeden Fall, wo man sich gut schminken kann. Dann hat man hier ganz normal die Toilette. Eine Dusche mit Badewanne. Hier hat man dann den Kleiderschrank. Dann hat man hier noch eine kleine Kaffeemaschine. Hier haben wir Kühlschrank. Dann haben wir hier einen Fernseher, Schreibtisch. Das ist hier der Ausblick aus Dortmund. Wir sind im 5. Stock. Genau, da ist mein Dad. Und hier sind die zwei Betten und noch so ein Sitz. Also ist auf jeden Fall anders als das andere. Beim Essen waren wir woanders. Aber ich muss echt sagen, ich finde sie echt schön. Und wir gehen jetzt noch was essen. Und dann war es der Tag für uns heute eigentlich auch schon wieder. Wirklich, weil heute war nur Anfahrt ohne Ende Stau. Deswegen, also ist auf jeden Fall ein anstrengender Tag. Also heute wird nicht mehr viel gemacht. Das ist mein Outfit, einfach so ein Oberteil zum Schnüren und eine Anzugshose. Und genau. So, dann sind wir auch zum Restaurant losgegangen und zuerst haben wir uns erstmal was zu trinken bestellt. Mein Vater hat sich einen Duckstein-Weizen und ich habe mir eine Kiezmische bestellt. Das ging auch relativ schnell und dann haben wir auch das Essen aufgegeben und das hat wirklich sehr lange gedauert. Ich habe mir einen Crispy Chicken bestellt mit Pommes und Ketchup und mein Dad hatte sich ein Jägerschnitzel bestellt mit Pommes. Ich weiß nicht, wie man sich teilweise in Restaurants so täuschen kann. Aber erstens mal, wir haben, glaube ich, fast eine Stunde oder über eine Stunde gewartet fürs Essen, obwohl nicht so viel los war. Ich finde es einfach schrecklich, dass man einfach Resonanzen auch nicht mehr vertrauen kann, weil da sind Bilder von Burgern drin, die teilweise richtig gut aussehen. Und dann kommst du da hin und sieht das einfach aus wie hingeklatscht. Ich werde den Namen vom Restaurant nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall ein Burgerladen im Kreuzviertel und es geht absolut gar nicht. Also ich würde euch nicht empfehlen, dort essen zu gehen. Da gibt es andere Restaurants, die deutlich besser sind. Dann war auch schon der nächste Tag, also Samstag, der 23.09.2023, Matchday. Wir sind an dem Morgen um 7.30 Uhr aufgestanden und haben erstmal gefrühstückt. Es gab eine Riesenauswahl an Buffet. Ich habe mich an dem Tag für ein Brötchen mit Salami-Käse entschieden. Und dann die andere Hälfte mit Nutella. Dazu gab es dann zwei Schokobrötchen, weiße Bohnen in der Tomatensauce und Rührei. Nach dem Frühstück sind wir dann los zum Spielerhotel. Mhm.
Und dort haben wir dann auf die Spieler gewartet, weil die morgens einen Spaziergang hatten. Und ich hatte auch Glück. Ich habe meine beiden Lieblinge getroffen, Karim Adeyemi und Felix Metscher. Da habe ich dann einmal meine Trikots unterschreiben lassen und dann noch Fotos mit den beiden gemacht. Also ich bin sehr happy, dass ich dorthin gefahren bin. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe mich gestern, heute Morgen nicht gemeldet. Wie ihr gesehen habt, gestern Abend waren wir noch was essen und dann sind wir eigentlich auch relativ schnell ins Bett gegangen. Ich war noch schnell duschen. Heute Morgen waren wir frühstücken, das habe ich euch alles eingeblendet. Und dann waren wir noch beim Spielerhotel und da habe ich dann auch Felix und Karim erwischt. Und genau, ich bin schon ready geschminkt. Trikot habe ich auch schon an. Wir haben jetzt 14.20 Uhr. Wir gehen jetzt gleich los. Wir sind da nur 10 Minuten vom Stadion entfernt. Hier unten laufen auch schon ganz viele Menschen zum Stadion. Mein Vater zieht sich gerade mein Adeyemi-Trikot an. Wir machen uns gleich auf den Weg ins Stadion. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg für Dortmund. Mal sehen. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Aufstellung, wer wie spielen wird. Mein Outfit kann ich euch nochmal schnell zeigen. Das ist einfach nur das neue Auswärtstrikot mit einer Schlaghose und mein Converse-Schuhen. Und ziehe ich da gleich noch eine Jacke drüber, weil es doch nicht so warm. Und genau, ich würde sagen, dann melde ich mich im Stadion bei euch wieder. Yeah.
1:0 gewonnen. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber. Wir hätten auf jeden Fall auch noch mehr Tore haben können. Danach sind wir erstmal wieder zurück zum Hotel und haben uns ein Restaurant rausgesucht, wo wir essen gehen wollen. Und da haben wir uns für Chicos entschieden. Das ist ein Italiener mit Pizza, Pasta, alles Mögliche. Und wir haben uns dann das hier bestellt. Und zwar habe ich mir eine Salami-Schinken-Pizza bestellt. Und mein Vater hat sich ein Steak bestellt mit Kartoffeln und Gemüse. War auf jeden Fall sehr lecker. 10 von 10 kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal in Dortmund seid. So, ich befinde mich, wie ihr sehen könnt, schon im Bett. Wir haben jetzt 10:30, glaube ich. Wir waren ja vorhin noch was essen. Das Restaurant kann ich euch nur empfehlen. Ich schreibe euch mal hier den Namen hin. Das ist wirklich ein super Restaurant hier in der Nähe vom Stadion. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe euch ja auch Videos eingeblendet vom Stadion. Wir haben 1:0 gewonnen, zum Glück. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, auch wenn einige Sachen natürlich nicht so gut waren. Aber overall bin ich froh, dass sie überhaupt gewonnen haben und dass das Spiel so war, wie es ist. Ich bin auch sehr happy darüber, dass Metscher gut gespielt hat, finde ich. Da werden sich eh die Meinungen spalten. Aber ich finde, dass er wirklich mal wieder Leistung gezeigt hat. Er hatte ja auch eine Torchance gehabt. Also ja, Benze Baini auch super. Und Reus war heute mega. Also war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Morgen stehen wir um 7:30 auf. Dann gehen wir wieder frühstücken. Dann mache ich mich nochmal so ein bisschen fertig. Denn wir fahren morgen nochmal zum Trainingsgelände. Und da würde ich halt gerne nochmal hin. Vielleicht kann ich ja nochmal so ein, zwei Fotos bekommen. Wäre auf jeden Fall nice. Gehen jetzt ins Bett, schlafen, weil, wie gesagt, der Wecker geht morgen recht früh. Dann würde ich sagen, melde ich mich morgen wieder bei euch und wünsche euch jetzt eine angenehme Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir haben den nächsten Tag. Es ist jetzt Sonntag. Es ist jetzt 7:45 und wir gehen gleich zum Frühstück. In der Zeit läuft noch Formel 1, das ist ja der Japan Grand Prix. Ich bin schon soweit fertig angezogen und dann gehen wir gleich los. Die Sonne scheint heute. Also Wetter kann ich mich nie beschweren. Es ist jetzt nicht so warm, aber die Sonne scheint auf jeden Fall. Geht's gleich nachher, nachdem ich mich fertig gemacht habe, zum Trainingsgelände. Und dann geht's auch wieder nach Hause. Und dann würde ich sagen, melde ich mich nachher wieder bei euch. So, nachdem mein Vater dann endlich fertig war und wir leider sehr spät zum Frühstück gekommen sind, habe ich mir dann ein Brötchen genommen. Das habe ich mir dann mit Schinken, Käse belegt und die andere Hälfte mit Leberkäse, mit Leberwurst. Dann habe ich mir wieder die Bohnen geholt, einen Apfel gegessen und noch einen Multivitaminsaft getrunken. Tatsächlich sehr wenig. Lag halt einfach daran, Zeit einmal hatte ich nicht, weil ich mich gerne noch schminken wollte und dann halt noch Sachen packen mussten und dann halt noch auschecken mussten, was halt sehr viel Zeit gekostet hat. Wir sind dann pünktlich am Trainingsgelände gewesen, aber es war absolut unnötig. Also ja, ich habe drei Spieler gesehen, ich habe mit einem Foto bekommen, aber sie hatten halt kein Training, keine Regeneration, was sie ja sonst eigentlich haben. War ein bisschen schade, also das ganze Gehetze und alles war umsonst. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ein Bild mit Füllkrug bekommen. Reus hat leider nicht angehalten und Kobel ist direkt rübergefahren, hat vielleicht seinen neuen Vertrag unterschrieben, was auch immer. Aber es war ja zum Glück nicht das letzte Mal in Dortmund, also von daher ist es ja nicht so schlimm, weil ich ja Felix und Karim am Samstag ja schon gesehen habe. So, wie ihr sehen könnt, bin ich schon zu Hause und es ist tatsächlich auch schon der nächste Tag. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr gemeldet. Ich war einfach super müde, super kaputt. Aber ich habe gestern auch nicht mehr so viel gemacht. Ich habe gestern noch was gegessen hier. Und dann haben wir noch Real Madrid gegen Atletico Madrid geguckt. Also es war wirklich ein mega geiles Wochenende. Und gestern waren wir ja noch am Trainingsgelände und das war der komplette Reinfall, weil die Jungs kein Training hatten. Ich habe halt trotzdem Füllkrug gesehen. Ich habe jetzt mit ihm ein Bild, aber es war trotzdem ärgerlich, weil ich halt nochmal so gehofft habe, natürlich, dass ich noch ein paar sehen kann.
Oh, aber overall war es ein mega Wochenende. Das Hotel ist mega. Also klar, es ist ein bisschen teurer, aber es ist halt direkt am Stadion. Also man muss wirklich nicht lange laufen. Und mega Frühstücksauswahl und allgemein, die Zimmer waren super. Ihr habt das ja gesehen. Also war wirklich mega. Und ich bin sehr glücklich. Und danke dir auch nochmal, Papa. Ich weiß, er wird den Vlog wahrscheinlich nicht sehen, aber ich bin ihm wirklich so dankbar, dass er das mit mir alles macht und mit mir mitkommt und dann auch Dortmund supportet, weil das ist nicht selbstverständlich. Sowas, weil er eigentlich nicht so im Fußball ist, wenn dann eher Deutschland. Ich versuche auf jeden Fall noch für dieses Jahr Karten noch zu bekommen für ein Dortmund-Spiel. Mal gucken, welches es wird. Dann werde ich euch auf jeden Fall auch wieder mitnehmen und guckt mal. Die Kleinen. Luis! Finden das Kabel so toll. Ja? Und ich würde sagen, damit beende ich den Vlog auch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich was hochlade. Weil teilweise bekommt man ja keine oder man sieht das Video nicht. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!